Ja, hallo, ich grüße dich. So, wunderbar. Ich nutze die warmen Temperaturen, Südströmung, Föhn für Video draußen. Ja, nicht das erste Mal wurde ich gefragt, wie das mit der Zahl 666 ist. Also die 666 und die 999, ja, die sozusagen die, man muss ja so quasi von der bösen Zahl 666 muss man da auf die wunderbare Lichtzahl 999 gelangen, also die Umkehr sei dann das Gute, also so quasi. Die 666, teuflische Zahl, Manipulationszahl, dieses und das. Und die 999, ja, so. Super, super Weisheitszahl und weiß nicht, was alles. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es ja, du weißt ja vielleicht inzwischen, ich sage immer wieder, es gibt weder gute noch schlechte Zahlen. Ja, es gibt weder gute noch schlechte Zahlen. Es kommt immer darauf an, ja, was machst du draus? Also, es wäre deshalb falsch zu sagen, ja, die 666 wäre von vornherein schlecht. Ja, und mit der 999 kann dir nur Gutes passieren. Ja. Also, ich sehe es halt so. Du kannst beide Zahlen entsprechend nutzen. Also zuerst einmal auch wieder mal ein Hinweis. Also du kannst grundsätzlich kannst du mit jeder Zahl in Resonanz gehen. Also kannst du mit jeder Zahl arbeiten. Jede Zahl kann dich stimulieren, anregen, weiterbringen. Du weißt ja, eine Zahl, das ist eine Schöpfungskraft, Schöpfungspotenzial, hat Energie, Kraft, Wirkung. Ja, es ist eine Art Seele, Archetypus, wie du das auch immer nennen möchtest. Ja. Ich würde es halt so machen, ich würde das gar nicht werten, gut oder schlecht. Also wie gesagt, die 666, die kannst du auch im guten Sinne anwenden. Vielleicht noch ganz kurz, es ist schon klar, weil eben, ja, also Kräfte, Mächte, die manipulativ unterwegs sind, die schwarzmagisch arbeiten möchten, die haben natürlich realisiert, dass sich eine 666 leicht missbrauchen lässt. Ja, weil in dieser Zahl eben sehr viel Energie, sehr viel Kraft steckt. Das ist, ja, das ist im Wesen der Sechs. Darum. Jetzt, was kannst du machen? Wie kannst du das konstruktiv für dich nutzen? Ja, indem, dass du das groß an die Wand malst oder visualisierst diese 666 und immer dann, wenn du zum Beispiel Energiekraft brauchst, also Energie und Kraft brauchst, also wenn du, ja, wenn du so ein bisschen schwach drauf bist, zum Beispiel auch, wenn es darum geht, etwas sichtbar zu machen, etwas in die Praxis umzusetzen, etwas zu verwirklichen, ja, dann ist doch die 6 gut. Und die 666, ja, so eine Art Meisterzahl in dem Sinne, wie schon die 66 oder eben auch 55 oder 99 oder 999 und so weiter. Ja, mach doch das so, verwende doch die 666 für Kraft- und Energiezufuhr. Ja, und falls du eben da mental weiterkommen möchtest, wenn du mentale Beweglichkeit und Stärke und ja, wenn es darum geht, einen Wissensdrang zu stärken und auch zum Beispiel Thema Freiheit und Unabhängigkeit, Ausdehnung, Fliegen, neue Räume kennenlernen, neue Welten, Dimensionen, ja, dann beschäftige dich doch mit der 999 oder dann kannst du mit dieser Zahl kommunizieren, in Resonanz treten. Ja. Und so weiter. Im Prinzip kannst du ganz pragmatisch sagen, ja,
die 666, das ist einfach eine Verdreifachung der 6, oder? Und die 999 eine Verdreifachung der 9. Ja. Das ist einfach sozusagen, gibt sozusagen dreifache Möglichkeiten, Stärken. Du kannst auch 6666 nehmen oder noch mehr 6er oder noch mehr 9er. Ja. Genau. Ja, also das zu diesen Zahlen. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Freude mit den Zahlen. Du weißt, ich bin dein ganzheitlicher Numerologie-Experte und bin gerne für dich da, wenn du mehr über Zahlen wissen möchtest, in Form von Beratung, in Form von Ausbildungen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. In diesem Sinne, mach's gut, weiterhin viel Freude mit den Zahlen.